Guten Tag, mein Name ist Martin Auer, ich bin Schriftsteller, ich mache auch Musik, ich mache Video- und Internetprojekte. In dem Projekt, das ich hier vorstellen möchte, geht es um die Zukunft und um die Vergangenheit. Es geht darum, die Erinnerung für die Zukunft zu retten. Denn ohne die Erinnerung ist die Zukunft kaputt, ist sie nicht vollständig. In diesem Projekt geht es um das jüdische Wien, das ab 1938 praktisch vollkommen ausgelöscht wurde. Diese vielfältige und facettenreiche Welt soll nicht nur in Büchern weiterleben, sondern sie soll durch moderne Technik beim Gang durch die Stadt wieder erlebbar, nacherlebbar werden. Dafür habe ich einen GPS-gesteuerten Handyguide entwickelt. Es ist eine sogenannte Web-App, das heißt, man kann sie benutzen, indem man einfach die Adresse in den Internetbrowser des Handys oder des Tablets eingibt. Auf dem Monitor erscheint ein Stadtplan, der anzeigt, wo es etwas zu sehen gibt und wo man sich selber gerade befindet. Sobald man sich einer Station nähert, öffnet sich automatisch die zugehörige Seite mit Bild, Text und Ton, so ähnlich wie man das von einem Audioguide im Museum kennt. Beim Flanieren durch die Stadt begegnen einem die Themen in bunter Reihenfolge, wie sie einem auch in den Straßen von Wien hätten begegnen können. Unvermeidlich kommt man an vielen Stolpersteinen vorbei, den Steinen der Erinnerung. An diesen Stationen kann man viel über das Leben der Menschen erfahren, an die erinnert wird, über ihr Alltagsleben und über ihr Schicksal. Derzeit enthält der Guide etwas über 500 Stationen, aber ihn zu erweitern ist eine Arbeit, die einfach nie aufhört.